Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute geht es um das Thema Gründüngung. Wir haben im letzten Video schon über die Bodenvorbereitung im Gemüsegarten gesprochen und haben herausgefunden, dass es am besten wäre, wenn man den Boden erst bearbeitet und im zweiten Schritt dann verbessert. Das Verbessern, das geht dann ganz gut mit einem Gründüngung und was Gründünger genau ist, welche Gründünger es da gibt und wie man die am besten anwendet. Alles das in diesem Video. Viel Spaß dabei und los geht's. Ja, wenn du neu auf meinem Kanal Felix Hobbygarten bist, dann kannst du mich gerne kostenlos unter diesem Video abonnieren. Dann verpasst du keine weiteren Gartentipps mehr von mir. Ja, eine Gründüngung im Garten auszusäen ist ein sehr einfacher Weg, um den Gartenboden auf langfristige Zeit sehr gut und nachhaltig zu verbessern. Gründüngung, wie kann man das zusammenfassen? Gründüngerpflanzen werden nach einer Saison ausgesät oder auch als Zwischenfrucht. Deswegen werden sie oft Zwischenfrüchte genannt. Gründünger werden ausgesät, um ja, den Boden auf natürliche Art und Weise zu düngen. Das funktioniert ganz einfach. Ihr sät die Gründüngermischung auf ein freies Feld, das ihr vorher bearbeitet habt. Dann wächst diese Gründüngermischung und kurz vor der Blüte, da mäht ihr die Gründüngermischung ab. Im nächsten Frühjahr könnt ihr das Ganze dann einarbeiten und so habt ihr den Gründünger im Boden. Aber was macht der Gründünger jetzt genau? Ja, so eine Gründüngermischung, die arbeitet wie folgt. Als erstes, wenn sie ausgesät wird, muss sie natürlich auch erstmal ans Wachsen kommen und keimen, wie jede andere Pflanze auch. Dann bildet Gründünger aber eine sehr dichte Blattmasse und schützt so den Boden über den Winter, zum Beispiel vor den kalten Temperaturen, aber auch vor starkem Regen oder anderen Dingen. Ja, aber den Boden schützen, das ist nicht das einzige Gute, was so ein Gründünger kann. Das Beste an einem Gründünger ist, die Pflanzen, die wir als Gründünger ausgesät haben, die bilden tiefe Wurzeln und lockern so den Gartenboden nach einer Saison wieder auf. Außerdem mobilisieren die wieder die Nährstoffe. Das heißt, durch die langen Wurzeln werden die Nährstoffe aus den tieferen Bodenschichten, wo die durch Wasser hingelangt sind, wieder nach oben geholt. Das heißt, die Nährstoffe werden wieder mobil gemacht, der Boden wird gelockert. Das zweite, was ich gesagt habe, wenn der Gründünger eingearbeitet wird, mitsamt der Blattmasse, vor der Blüte natürlich, weil sonst habt ihr die ganzen Samen wieder in eurem Beet, dann ist es so, dass der Gründünger noch zu wertvollem Humus wird. Und so könnt ihr langfristig dann ja nicht nur mit gelockertem und nährstoffreichem Boden arbeiten, sondern auch mit humusreichem Boden, was den Vorteil hat, dass die Nährstoffe und das Wasser auch viel besser am Boden gespeichert werden können. Ja, und wann ist denn so die optimale Zeit für so einen Gründünger? Zwischenfrucht sagt es ja schon aus, am besten immer zwischen zwei Kulturen. Aber so in der Landwirtschaft wird zum Beispiel auch am besten im Herbst eingesät. Das heißt, wenn zum Beispiel das Getreide abgeerntet ist, dann sieht man das in der Landwirtschaft oft, dass das so schön gelb blüht. Das wird oft als Raps abgestempelt, das ist aber Gelbsenf. Gelbsenf habe ich auch dabei. Bleibt auf jeden Fall dran, ich stelle euch gleich noch die besten Gründünger vor, die man so im Garten einsetzen kann. Gelbsenf blüht dann nämlich ganz schön und sieht aus wie Raps. Das ist das, was zum Beispiel die Landwirte viel benutzen, aber auch Ölrettich. Das wird oft ja nach der Getreideernte oder der Kartoffelernte aufgebracht. Ja, nach der letzten Feldsalaternte im November macht es keinen Sinn mehr, einen Gründünger auszusäen, denn Gründünger haben auch eine Keimtemperatur, die ist zwar relativ gering im Vergleich zu Gemüse, aber dennoch ist es wichtig, dass man die nicht unterschreitet, denn dann hat man von der Gründüngung im Herbst und im Winter gar nichts mehr und in der nächsten Saison zwischen eurem ganzen Gemüse kommt dann alles wieder hoch. Ja, wir sind ja jetzt gerade mal Ende August, das ist sehr zeitig, aber da wir in unserer ersten Gartensaison sind, haben wir uns gedacht, fangen wir mit dem einen Beet mal etwas früher an, mit der Beendigung der Saison. Wir sind durch hier mit dem Ernten und deswegen ist es für uns jetzt erstmal das Ziel, weil wir so einen sandigen Gartenboden haben, diesen zu verbessern, damit wir in der nächsten Saison dann noch mehr ernten können. Natürlich hätten wir jetzt auch noch bis in den November hinein was ernten können, aber wir wollen den Boden lieber langfristig verbessern. Also, so eine Gründüngung ist doch echt was Gutes, oder? Kann man auf jeden Fall denken, aber es gibt da auf jeden Fall verschiedene Gründüngermischungen, die das Ganze dann nochmal intensivieren bzw. abschwächen. Wichtig ist zum Beispiel, dass man Gelbsenf nicht anbaut, wenn man in der nächsten Saison Kohl anbaut. Das unterstützt die Kohlhernie. Aber dazu ist vielleicht nochmal ein ganz eigenes Video dran. Heute werde ich euch mal gleich ein bisschen die beliebtesten Sorten vorstellen. Dann gibt es auch welche, die wirken ziemlich schnell, wie hier das Gründünger Tempogrün. Das wirkt sehr schnell, schnelle Bodenlockerung, hält den Boden gesund und Bodenbedeckung sehr schnell. Das ist wichtig, wenn man zum Beispiel eine späte Ernte hatte.
Was kommen die als spätestes bei uns raus? Die Kürbisse, da werden wir wahrscheinlich dann da hinten in der Ecke das Tempogrün aussäen. Denn das, ja, wächst sehr schnell, wird sehr schnell dicht, hat sehr schnell eine tiefe Bodenlockerung. Denn im Winter, da ist es wie beim Rasen, da wächst der Grünhunger nicht mehr weiter und dann bringt das nichts. Da muss man dann auf jeden Fall auf die Zeit achten, dass es noch was wird. Ich würde sagen, im August und September, da könnt ihr auf jeden Fall eine Gründüngermischung ausbringen. Welche ist ganz egal, alle Gründünger werden da noch super keim. Im Oktober, da sollte man schon ein bisschen nach dem Wetter gucken. Da können schon mal kalte Temperaturen kommen und da würde ich dann auch auf diese, ja, Tempogrünmischung setzen. Die wird zwar nicht mehr schön blühen, wie es zum Beispiel beim Gelbsenf, bei der Lupine oder auch beim Phacelia, auch bekannt als Bienenfreund, kennen sicherlich viele, dieses lila Blühende. Da würde ich dann aber lieber auf diese hier setzen. Auch wenn sie nicht mehr schön blüht, hat man da dann nochmal die beste Wirkung. Bienenfreund Phacelia, das ist somit das gängigste unter den Gründüngern. Kennen viele auch, weil das in vielen Blühstreifen mit drin ist oder auch oft im Garten einfach so angewendet wird, weil es schön ist und für die Bienen ja sehr viel Nektar und Blüten bildet. Aber es gibt so die gängigsten Gründünger, die verlinke ich euch. Alle, die es gibt, mal in der Videobeschreibung und die, die ich jetzt hier nutze für meinen Gemüsegarten, die stelle ich euch jetzt mal vor. Also wenn ihr Gründünger braucht, schaut mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch mal so eine lange Liste gefühlt aufgeschrieben, welche Gründünger es gibt. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, kann ich nur einen Gründünger anwenden oder kann ich die nicht sogar mischen, damit die schöner blühen, mehr hilft wahrscheinlich auch mehr. Das ist nochmal eine ganz gute Frage, da muss man aber immer speziell drauf achten. Also was wir oft alleine aussehen, ist Gelbsenf. Gelbsenf ist eh schon was, was sehr dicht wächst, was sehr schön aussieht, da braucht man jetzt nicht unbedingt noch was hinzumischen. Genauso ist das bei den Bitterlupinen, die wir haben. Vielleicht habe ich gerade schon mal Butterlupinen gesagt, ich meinte auf jeden Fall Bitterlupinen. Diese haben wir hier auch schon, ja, nach den Kartoffeln auf das vordere Stück ausgesät. Die Bitterlupinen wachsen auch sehr dicht und blühen sehr schön. Da braucht man fürs Auge und ja, für die Funktion vom Grünhunger auf jeden Fall nicht mischen. Was wir aber oft mischen, das ist Buchweizen. Buchweizen ist sehr klein im Vergleich zu Gelbsenf oder auch der Bitterlupine. Ja, Buchweizen kennen viele sicherlich auch, weil die Buchweizenkörner sammeln und daraus was machen. Gibt es ja viele Buchweizengerichte und das wird auch oft so angebaut. Ja, aber als Gründünger und Insektenweide alleine ist es ja sehr schwach, weil es wirklich sehr, ja, locker wächst und nicht so dicht wird. Da mischen wir immer noch was zu und das ist wie folgt hier. Seradella. Es gibt auch viele fertige Blühstreifenmischungen, viele fertig gemischte Gründünger, wie zum Beispiel hier das Tempogrün, was wir gerade hatten. Das ist so eine fertige Mischung, da sind mehrere verschiedene Dinge drin. Ich schaue mal gerade, ob hier drauf steht, was genau. Ja, steht jetzt natürlich leider nicht mit auf der Packung, aber da sind dann halt mehrere Sachen drin. Ja, letztens haben wir schon eine Blühstreifenmischung ausgesät. Bei uns haben wir es so gemacht, der erste Teil hier vorne, das sind die Bitterlupinen. Dann in der Mitte, da wo auch der Rasensprenger steht, da wächst so eine Blühstreifenmischung von Dürsam, also so eine Gründünger, ja, blühreiche Mischung. Und da hinten zum Schluss der Streifen, der ist Gelbsenf. So haben wir den ersten Teil in unserem Garten, ja, bepflanzt bzw. besät. Der Rasensprenger steht in den ersten Tagen natürlich auch jetzt, ja, jeden Tag drauf und muss auch jeden Tag bewässert werden, weil bei den Gründüngersamen ist es auch so, die dürfen am besten nicht austrocknen, denn dann ist es mit der Keimung so ein bisschen, ja, schwer oder kaputt. Bei dem Wetter momentan ist es natürlich sehr schwer, die Gründüngersamen immer so ein bisschen nass zu halten, aber wenn man das dann später im September oder Anfang Oktober noch macht, da muss man dann jetzt nicht mehr jeden Tag wässern. Aber jetzt im Oktober machen wir das noch jeden Tag bis zur Keimung, bis die Pflanzen so circa 1 cm groß sind. Dann kann man auch mit dem Wässern quasi fast einstellen. Ich weiß noch nicht, wie der Herbst wird, ob der auch so trocken wird, aber in den letzten Jahren hat es immer sehr gut geklappt, dass, ja, das bisschen Regen, was kam, gereicht hat, damit der Gründünger wächst. Wenn ihr spät dran seid, dann gießt natürlich ein bisschen öfter, denn dann wird das, ja, noch mal ein bisschen schneller wachsen. Um noch mal so einen kleinen Zeitplan für den Gründünger zu haben. Aussaat August bis Anfang Oktober. Dann einfach die Kultivierung bis zur Blüte. Das hängt natürlich dann mit dem Aussaatzeitpunkt zusammen. Ja, die Kultivierungszeit hängt natürlich ganz von Sorte bzw. Mischung ab und dann auch, wann sie blüht. Weil, ja, ihr habt zum Beispiel im August gesät, dann kann sein, dass im September schon blüht. Da müsst ihr natürlich abmähen und das Ganze als Mulch liegen lassen. Das ist ganz wichtig. Die Blattmasse muss auf jeden Fall mit eingearbeitet werden. Das kann man ganz einfach mit der Schaufel dann oder mit einer Gartenbodenhacke, mit einer Gartenfräse, mit einem Gartenpflug. Das geht alles. Aber wichtig ist, Wurzeln sowie Blattmasse einarbeiten. Ich habe das schon mal oft
gesehen und ich habe selber in der ersten Saison den Fehler gemacht, dass ich das Ganze oberflächlich abgemäht habe und gedacht habe, gut, das Ganze, ja, die ganzen Nährstoffe stecken in den Wurzeln, die Wurzeln lockern den Boden, alles super, kann ich das ja einfach abmähen und das andere wegtun. Ja, es geht aber ja auch darum, dass ihr die ja, Bodenmasse von natürlichem Material, also sowas wie Pflanzenreste, im Boden auf jeden Fall erhöht, um diesen Humusanteil mit drin zu haben. Denn Humus, das wird immer unterschätzt, ist so wichtig im Garten. Der wird sich zersetzen, der Gründünger wird dann zu sehr schöner Gartenerde, zu diesem wertvollen Humus, der dann eben dieses Wasser und auch die Nährstoffe besser halten kann. Denn der Boden ist jetzt sehr sandig, wenn der so ein bisschen ja, kompostreicher wird, hat der einfach viel bessere Möglichkeiten. Und so, wenn ihr mehr Wasser habt und Nährstoffe, dann ist es natürlich auch so, dass der Gründünger und alles, was in der nächsten Saison wächst, viel besser wachsen wird, weil ihr einfach mehr Wasser und Nährstoffe der Pflanze ja, zur Verfügung stellen könnt. Die bekanntesten und sinnvollsten Gründünger für einen Gemüsegarten, jetzt passt auf, ich werde sie euch mal eben im Schnelldurchlauf nennen, sind Gelbsenf, Bitterlupin, Buchweizen, Phacelia, Ölrettich und verschiedene Kleearten. Die habe ich jetzt in diesem Jahr gar nicht dabei, weil wir schon so ein sehr großes Sortiment an Gründüngern haben. Aber Kleearten wie Inkarnatklee, Perserklee und Rotklee, das sind so die beliebtesten Kleearten, die auch als Gründüngung genutzt werden. Die könnt ihr ganz einfach auch als Gründüngung nutzen. Aber wie ich es euch schon gesagt habe, alle Gründünger, die es so gibt, die werde ich euch mal in der Videobeschreibung verlinken. Dort könnt ihr euch einfach mal ein bisschen umschauen, mehr zu den Produkten durchlesen, ein paar Infos zu Außerzeitpunkt. Das kann ich natürlich nicht alles in diesem Video jetzt erklären. Aber alles genau nochmal dazu könnt ihr in der Videobeschreibung unter den Produktlinks nachlesen. Ja, habt ihr schon mal mit Gründüngern im Gemüsegarten gearbeitet? Falls ja, schreibt mir mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Welche Gründünger habt ihr benutzt und was sind eure Erfahrungen? Habe ich was Wichtiges vergessen zum Thema Gründüngung? Schreibt es gerne in die Kommentare dazu als kleine Ergänzung. Und wenn ihr noch keine Erfahrung mit Gründünger gemacht habt, dann lasst mich gerne mal wissen, ob euch dieses Video geholfen hat und ob ihr jetzt überlegt, eine Gründüngermischung anzubauen. Hier kommt ihr jetzt noch zu einem weiteren Video von mir und könnt meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Mit dem Abo werdet ihr auf jeden Fall bei jedem Video kostenlos benachrichtigt. Es kostet euch nichts und das ist immer die beste Unterstützung für uns, ja, Garten-YouTuber und YouTuber allgemein. Wenn ihr hier abonniert, dann verpasst ihr einfach nur kein nächstes Video. Also unterstützt mich gerne und die ganzen anderen Garten-YouTuber und schaut, wenn ihr möchtet, noch dieses Video. Ciao.